Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Frühling, Diego. Ja, ich bin immer noch am Ballern. Ich bin nicht dazu gekommen, Frühling zu spielen, weil ich auf den anderen Projekten unterwegs war. Sorry dafür. Jetzt baller ich auch noch mit Zwillingen rum hier. Das ist völlig unnötig. Müssen wir mal gucken, ob wir das mal eben ein bisschen fixen. Nein, ich wollte mich bedanken bei euch. Ich hatte ja im letzten Video über die Frühlinge, hatte ich ja gepostet hier mit, wie unzufrieden ich doch mit der Parksituation bei den Hühnern und so bin, ne? Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe auch von euch ganz viel Unterstützung bekommen, ja, ganz viele Ideen und Vorschläge. Und ich habe aber zufällig was anderes gefunden, was ich jetzt erstmal ausprobiere. Ne? Das heißt nicht, dass eure Ideen doof waren oder so, sondern ich wollte jetzt erstmal das hier ausprobieren und werde dann reumütig zu euren Vorschlägen zurückkehren. Das sind sie, ne? Die Hühners. Ich habe sie schon gefüttert. Es sind nicht alle Hühner. Ich habe 110 Tiere sind es. Die anderen stehen noch hier. Ich habe die alle mit dieser Transportgitterbox. Habe ich die alle rübergetragen. Immer nur 8 Stück. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, weil es kommt immer darauf an, wie man diese Box hebt. Also mal klappt es gut, mal nicht gut. Manchmal eiert der da mit dieser Box durch die Gegend, geht gar nicht. Ne? Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört. 90 Tiere sind noch hier. Wir haben auch noch ein bisschen Futter hier bei den Hühners. Müssen wir mal gucken, wie viel Futter wir noch haben hier. 90, das sind ja dann die hier. Ah, guck mal, die haben noch fast voll das Futter, ne? Ich würde sagen, die können ihr Futter noch aufbrauchen und dann werde ich sie verkaufen, ne? Was willst du machen, ne? Und dann werde ich das Gehege, ja, abreißen wahrscheinlich, ne? Wir probieren aber erst aus, ob das wirklich klappt. Was ich jetzt noch nicht habe, ist ein Schuppen, der hier gut hinpasst. Das Einzige, was ich habe, wäre der Standard-Anhänger. Ja, ich glaube, ein richtiger Kühlanhänger ist das nicht, aber der hat so... Zumindest ist es ein isolierter Anhänger, glaube ich schon, doch. Ob ich mir den dann hier einfach hinstelle und dann die Eier schon mal direkt immer in den Kühltrailer reinstelle. Müssen wir mal gucken. Wir können sie erstmal hier stehen lassen, aber irgendwann müssen wir die natürlich irgendwo lagern. Und ja, also ich glaube, ich brauche noch so eine ganz kleine Dackelgarage, die ich mir hinstelle. Oder wie gesagt, gleich einen fetten Trailer. Ne? Wenn ihr irgendwelche Trailers habt, könnt ihr gerne wieder Vorschläge einreichen. Ich nehme da wieder was anderes. Ey, sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Dieses Ding hier, ne? Ah, doch, das könnte ein Kühlerregal sein. Den gibt es auf jeden Fall auch als Mod. Und den gibt es dann auch mit Autoload-Funktion. Habe ich überlegt, ob ich mir den einfach dahin stelle. Habe ich die Mod, habe ich natürlich nicht freigeschaltet. Oder ob ich mir gleich so ein Büffel hier hinstelle. Aber der hat kein Kühlaggregat. Nee. Ja, müssen wir mal gucken. Also da weiß ich noch nicht so 100 pro, wie ich es machen will überhaupt, ne? Und danach werde ich das hier natürlich auch noch ein bisschen schöner painten. Ich habe schon ein bisschen gepaintet, ne? Also hier so ein bisschen Gras dabei gemalt und so. Die Fässer muss ich mal gucken, ob ich die hier stehen lasse. Also nochmal so gechickt. Doch mal geschickt einbaue in das ganze Thema. Müssen wir gucken. Und dann habe ich ja auf der Krebach jetzt auch den anderen Schafstall. Den probiere ich da aber erst aus. Und wenn der schön ist, dann kommt auch noch der andere Schafstall hier drauf. Und dann war es das aber auch. Also mehr wollte ich hier an dem Mäppchen nicht verändern.
Ich finde es halt schön, dass die. Oh, hier ein bisschen Buschi-Buschi haben wir hier noch. Ich finde es halt schön, dass die Eier erstmal schön unterm Dachofacho stehen. Ne? Ich habe die Tür noch offen gelassen. Vertrauenshühner, sorry. Wie gesagt, finde ich schon gut. Ne? Hier vorne müssen wir ein bisschen Platz lassen wegen dem Futtertrigger. Aber müsste eigentlich, ja. Ich glaube, den Busch, den habe ich ja auch schon hingesetzt. Das ist noch nicht wirklich. Es ist noch nicht wirklich schön, YouTube. Ne? Ich gebe es offen zu. Aber wie gesagt, wir können uns das ja noch hübsch machen. Ne? Aber ansonsten würde ich hier auch nicht weiter was verändern wollen. Und man könnte noch einen richtig fetten Baum hier hinstellen, zum Beispiel. Merke ich gerade, wo ich hier so einbiege. Aber erst nach der Hütte. Also, ich möchte irgendwas haben, wo ich die. Ach, was ist das denn? Hier ist ja noch ein. Ach, der ist noch von den Pferden. Ja, den müssen wir. Den bringen wir gleich mal eben zu den Schafen. Ich wollte mal einmal kurz die Ballen stapeln. Und dann. Wir machen erst noch von dem Hühnerstall ein Foto. Sonst verwirrt das. Und dann waschen wir den eben einmal ab und machen mal eben die Zwillinge runter, ne? Ich habe doch hier. Ach, ich habe hier gar keine Werkstatt, ne? Ah, eine Werkstatt habe ich nicht hier. Aber ich bin doch rich. Ich weiß gar nicht, warum ich so rich bin. das ist halt das Blöde, wenn man so selten spielt wie ich und dann auch noch mehrere Maps spielt. Dann fehlen einem so gewisse Zusammenhänge einfach mal so. Mir nichts, dir nichts. So. Das müsste eigentlich passen. Auch wenn ich den bis an die Wand rein nagel, ne? Ich meine, das hätte ich alles schon mal probiert. Oh, nicht in die Wand rein, ne? So ist Luft. Habt ihr gesehen, ne? Den kleinen Luftspalt. Entlade dich mal bitte, dass wir mal auch mal was Produktives leisten können hier. Oh, ne. Oh, ich dachte, jetzt hätte den Oberst nicht. Hat aber gemacht. Ey, und dafür ist dieser kleine Ballensammler natürlich perfekt. Ne? Ich bin froh, dass den jemand konventiert hat. Auch mit Farbwahl jetzt, finde ich auch sehr schön. Könnte es von mir aus, könnte es ruhig mehr von dieser Technik geben, ne? Das ist doch, also das ist wirklich eine Arbeitserleichterung. Wenn man mal nicht so Bock auf Ballenstapeln hat, ne? Ansonsten, ich mache das ja auch schon mal von Hand. Hab ja auch schon den einen oder anderen Ballen hier von Hand reingekachelt. Ah, ist egal. Ah, dann ist gleich auf dem Thumbnail ist der Schlepper sauber, ne? Ist ein bisschen fail, aber. Wir gucken gleich mal eben ganz kurz, ob wir hier eine Werkstatt platzieren können. Habt ihr hier ganz spontan eine Idee, wo? Ich weiß doch gar nicht, wo. So, los, wird sauber, Kollege. So dreckig hast du dich gar nicht gemacht. Nee, und dann braucht ihr. Ich kann nicht ganz. Oder würdet ihr das? Würde keiner machen, ne? Mit Zwillingen Ballen sammeln. Also gut, ja, wenn man wirklich extrem umbaufaul ist. Ich weiß nicht. Also das letzte Mal, dass ich mit Zwillingen über die Straße gefahren bin, das ist 30 Jahre her. Und damals hat das auch nicht wirklich jemanden interessiert, ne? Auch, dass ich gar keinen Treckerführerschein hatte und ich war auch noch nicht mal 16. Ja, das muss man auch dabei sagen. Das hat einfach keinen interessiert damals. Ne? Ich glaube, heute ist das alles ein bisschen anders und ich glaube, heute sollte man wirklich die Zwillingsbereifung entfernen. Ich guck mal einmal. Oh. Der steht unter Gebäude dann, ne? Wenn ich die Mod drin habe. Ich weiß nicht, ob ich die Mod drin habe. Unter Tools vielleicht. Ja, habe ich drin. Kostet mich ein Taui, der Bunker hier. Wollte gerade ein anderes Wort sagen mit P. Muss ja gar nicht. Ne? Muss man ja gar nicht sagen. Was ist denn eine cute Location, wie wir Altgriechen zu sagen pflegen? Wo man, ja, vielleicht sogar unsere Außenhalle, ne? Wo man dann zur Not auch mal mit dem Dreschkasten hinkommt, ne? Überlappt mit einem anderen Objekt. Ja, aber du machst doch nichts Böses, oder? Machst du böse Sachen? Ich würde den Trigger gerne außen haben.
Mist, wenn du hätte die Scheune hätte jetzt andersrum gedreht sein müssen, dann wäre es super gewesen. So rum. Naja, passt hier nicht wirklich gut hin. Aber hier hätte ich ihn gerne gehabt, so, ne? Hm, habt ihr noch eine andere Location? Ich weiß, ich brauche euch nicht fragen. Weil ihr mir erst antworten könnt, wenn alles schon passiert ist, ne? Ja, aber hier hinten, weiß nicht. Ja, oder hier mitten auf die Straße. Ich weiß halt nicht, was er dazu sagt, wenn er... Ist das so schlimm, wenn man das hier so hinmacht? So, dass der so ein bisschen am Rand ist. Der wird natürlich eine Collie haben. Und die Straße wird so ein bisschen rumnerven. Ei, verpitsch. Schwierig, schwierig. Wir machen das einfach mal, ne? Setzen den einfach mal hin. In der Hoffnung, dass das gut war. So, und weil du so ein böser Junge bist, Diego, musst du jetzt bis zu dem Trigger rückwärts fahren. Ja, mit Anhänger. Ist Gott sei Dank kein Drehschirmel, keine Angst. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Weil wir wollen ja nicht 3 Stunden Livestream, wir machen ja nur eben ein kleines YouTube-Video, das euch ein bisschen unterhalten soll, ja. Ob es das wirklich tut, steht ja noch in den Sternen, ne? Das habe ich jetzt zum Schluss auch nochmal richtig Ich wollte das Wort nicht sagen. So. Nein. Oh, ich dachte, er wollte nicht. Ja, du. Reparieren? Ja, können wir auch machen. Wir sind ja rich. Achso, wir können das alles einmal reparieren. Ist nicht so wichtig. Bei den anderen Sachen. Der Kleine musste halt viel ran beim Säen, ne? Den habe ich ja so konfiguriert, weil der am Säen ist wie so ein Weltmeister, ne? Guck mal hier. Na? So, und jetzt kannst du auch ballern, Kollege. Ganz einfache Geschichte, ne? Kostet mich 3000 Chips, die neuen Reifen, ne? Junge, 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 Junge. So, jetzt machen wir schnell noch eben das Thumbnail. Oh, der schmeißt... Oh, warum schmeißt der denn die Fronthydraulik raus aus dem Programm, ey? Oh, wenn ich doch mal wüsste, wie man das richtig einstellt in der Mod. Ja, natürlich mit Fronthydraulik, Kollege. So unnötig, ne? Ich weiß auch nicht, ob das an der Mod liegt oder ob das generell so ein Giants-Ding ist, ne? Ich traue Giants ja auch einiges zu. So ist es nicht. So, jetzt mal ohne Zwillinge, hä? Mit ohne Zwillinge zum Thumbnail und dann mal eben die anderen Ballen weggeballert. Dass das hier auch mal weitergeht auf Frühling. Wo hast du denn... Du bist auch die allergrößte Kartoffel, die hier rumrennt auf diesem Channel, ey. Dann noch falsch. Oh, Katastrophe, ey. Mann, 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 ey. Leben wie ein Popstar, aber Trecker fahren. Nee, 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 nee. Wie nennen wir das dann? Neue Hühners? Neues Hühnerhaus? Los, streng dich doch mal an. Schuhe poliert, kommst du hier nicht hoch, oder was? So, mach doch mal bitte ein Foto. Ja. Das ist ja schön, wenn das Bild kurz stehen bleibt, dann weiß man, dass das geklappt hat mit dem Foto. Wir fahren erst rüber zum anderen Acker. Sonst vergesse ich die da hinten. Stroh war auch dringend. Also ich hatte nicht mehr viel. Ich habe hinten in der Scheune, wo der Mähdrescher steht, geradeaus, wo ich erst die Werkstatt platzieren wollte, hatte ich Stroh eingelagert, sogar zum Verkaufen.
so von vornherein, so großkotzmäßig, ne? So, ja, so, ah, das packe ich gleich hier hin, ne? Das wird verkauft, ne? Ah, ich war zum Schluss, ihr habt gesehen, drei Ballen lagen da noch. Ich habe sie erstmal gelassen, die Bellekiss, als eiserne Reserve, ne? Aber jetzt habe ich aber auch extrem viel Getreide angebaut. Also eigentlich bin ich auch richtig, richtig gut hier auf Frühling, ne? Nur warum die Texturen flackern, ey. Das ist so schade. Auf der Bergmann flackert nichts, ne? Selber Shader, selbe Grafikkarte, alles gleich. Bergmann flackert nicht. Alle anderen Maps flackern. Das ist, wenn ich doch wüsste, woran das liegt. Was hat Farmer Andy anders gemacht? Also so vom Gefühl her, wenn ich hier so bin, die Sichtweite, glaube ich, von den Bäumen ist geringer auf Hof Bergmann. Kann das sein? Weil du hast, guck mal, jetzt flackern die da rum. Wenn man näher kommt, hört das nämlich auf. Siehst du? Jetzt sind die beiden in der Mitte, sind richtig grasgrün. Und flackern nicht mehr. Jetzt komme ich mal näher. Jetzt flackern die beiden großen, wo ich drauf zufahre. Jetzt sind sie scharf geschaltet und flackern nicht mehr. Ich glaube, das ist hier mit meinen Shader-Einstellungen, hat das was mit der Distanz zu tun. Mit der Flackerei. Manchmal flackern sie auch nicht und dann flackern sie wieder mehr. Richtig schlimm ist es im Herbst und im Winter. Im Sommer jetzt eigentlich gar nicht mal so dolle. Schon crazy, ne? So, der letzte Ballen. Und dann lasse ich euch auch erstmal wieder ein bisschen in Ruhe. Könnt ihr euch erst wieder ein bisschen erholen. Ich schaue später nochmal rein auf Frühling. Müssen mal gucken. Ich müsste mehr spielen, ne? Das wäre erstmal ganz wichtig. Ihr könnt aber bei euch schreiben, wie spielt ihr, ob ihr mehr spielt als früher oder ob ihr weniger spielt. Das würde mich mal interessieren. So, nun aber, Diego ist draußen. Habt euch lieb.